Hallo und herzlich willkommen, und falls ihr gerade zufälligerweise auf dieses Video geklickt habt und euch fragt, was das hier ist ein Gameplay zu Heroes of Might and Magic 5 Tribes of the East. Okay, ja, es soll ja nicht mehr so lange dauern, bis Heroes of Might and Magic 7 rauskommt, also da dachte ich mir, hey, machst du mal ein Video über Might and Magic? Außerdem habe ich ja schon mehrmals erzählt, dass ich ein Fan von Might and Magic bin. Und da jeder weiß, dass Heroes of Might and Magic 3 das beste Heroes of Might and Magic Spiel ist und wahrscheinlich auch für immer sein wird, habe ich mir gedacht, warum sollte ich ein Video über Heroes of Might and Magic 3 machen? Jeder kennt es, jeder weiß, dass es genial ist. Wie wäre es denn, wenn ich einfach das nächstbeste nehme? Nämlich Heroes of Might and Magic 5. Ja, ich weiß, das Spiel ist nicht perfekt, aber wenn man das mit den anderen Heroes of Might and Magic Teilen vergleicht, die bisher rausgekommen sind, würde ich sagen, ist Heroes of Might and Magic 5 sozusagen der Platz 2 der besten Heroes of Might and Magic Spiele. Ganz unten wäre die 4. Oh Gott, die 4 war wie schlecht. Okay, fangen wir mal an. Falls ihr es jetzt nicht kennen solltet. Hier habe ich, natürlich kann man wieder zufällige Karten erstellen, das ist wunderbar. Nehmen wir Schwierigkeit nochmal, das dürfte gehen. Falls ihr Heroes of Might and Magic nicht kennen solltet, frage ich mich, warum? Und zweitens, ja, es ist einer der Urväter der, naja, nicht der Urväter, es gab ja rundenbasierte Taktik gab es schon vorher, aber ich finde, Heroes of Might and Magic war das erste Spiel, was es so richtig perfektioniert hat. Ich habe auch Heroes of Might and Magic 2 gespielt, aber über DOSBox. ja, okay. Weil wir haben noch eine alte Version davon hier rumliegen, aber die läuft natürlich nicht mehr einfach so auf meinem Computer, deswegen muss ich sie mit DOSBox starten. So, jetzt können wir mal eine Fraktion auswählen. Also entweder haben wir hier die Menschen, das Inferno, die Necropolis, Sylvania, Dungeon, Akademie, die Bergfestung der Zwerge, die Bastion der Orks. Ja, ihr wisst schon, ich mag Zwerge, ich nehme sehr häufig die Zwerge, deswegen nehmen wir mal was anderes, nehmen wir doch mal einfach die tollen Untoten. Da habe ich auch mal, jetzt habt ihr eure Fraktion ausgewählt, jetzt seht ihr euren Helden aus, jeder Held hat verschiedene Eigenschaften. Mein Lieblings-Necropolis-Held ist Orson. Zombie-Meister, was bedeutet, dass er mehr Zombies hat und seine Zombies stärker sind als andere. Und da ich bei Necropolis mich sehr stark auf Zombies fixiere, ja, ist der wahrscheinlich die beste Wahl für mich. So. Wo möchte ich sein? Rechts oder links? Ich nehme mal hier rechts und außerdem ist blau eine bessere Farbe. Beginnen wir das Spiel! Ah, diese Musik, wunderschön. Beliebige Taste drücken. So, da wären wir. Okay, hier steht meine Necropolis, hier steht mein Held. Gehen wir mal in die Necropolis rein. Bisher, naja, steht noch nicht sehr viel in der Necropolis. Ist noch eine sehr kleine Necropolis. Aber das ist so eine Sache, die ich bei Heroes of Might and Magic 5 so genial fand. Und was ich schade finde, dass sie es in 6 wieder rausgenommen haben, dass man seine Stadt in all seiner, in seiner Schönheit begutachten kann. Okay, was bauen wir zuerst? Das ist eine Sache über Heroes of Might and Magic 5, die ich nicht mag. Dieses Bausystem mit den Baustufen und sowas. Ja. Gib mir einfach die Angabe, was muss ich gebaut haben, um das zu bauen. Und das ist einer der negativen Teile davon. So, haben wir einen Marktplatz. Dann werde ich wahrscheinlich mit einem Friedhof anfangen und nehme als nächstes dann die Schmiede. So, bilden wir noch ein paar Skelette aus. Dann tun wir die alle in einen Stack zusammen und die in einen Stack. So, was haben wir denn da? Dann brauchen wir eine Sägemühle. Auf der Karte gibt es verschiedene Objekte, wie zum Beispiel diese Sägemühle, die man benötigt, um Ressourcen zu sammeln. Habe ich irgendwelche Zaubersprüche?
Ich habe Totenerweckung, na wunderbar. Wer hätte gedacht, dass ein Nekromant Totenerweckung beherrscht? So, und ja. Ganz einfach, rundenbasiert. Das ist noch eine Sache hier in meine Magic 5, das ist so eine Sache, wo ich mir noch denke, so, ah, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, ich weiß nicht, ob ich es schlecht finde. Im Grunde genommen haben sie, für alle, die Heroes of Might and Magic 3 nicht kennen, in Heroes of Might and Magic 3 war es so, dass sich die Figuren auf einem Sechseck-Gitter bewegt haben, also Gitter, das aus Sechsecken besteht, wer es gedacht. Und die Sache ist, dadurch fand ich, kam die Bewegung ein bisschen natürlicher rüber, als wenn sich die Figuren alle wie so auf so einem Schachbrett bewegen. So. Aber was ich zum Beispiel mag, ist, dass es eine extra Runde gibt, damit dein Held angreifen kann. Weil, wenn es diese Runde nicht gibt, ich habe sonst dauernd vergessen, meine Zauber zu wirken. Ich habe immer meine Kreaturen ziehen lassen und immer vergessen, dass ich eigentlich zwischendurch noch Zauber wirken kann. Aber ich finde es besser als dieses System in Heroes of Might and Magic 4, wo dann der Held selber auf dem Feld steht und irgendwann so unglaublich overpowered ist, dass das Spiel keinen Spaß mehr macht. So. Ach ja, mir ist übrigens aufgefallen, dass die Totenerweckung auf die Skelette ein bisschen dämlich ist, da ich sowieso Nekromantie habe und dann am Ende der Runde ich sowieso neue Skelette kriege. Eine Sache, die ich noch unschön finde, ist, dass man am Anfang des Spiels nicht ganz genau weiß, was jeder Held kann. Das ist noch eine kleine Sache, die etwas negativ ist, aber ansonsten, wie gesagt, es ist ein solides Spiel und ich habe immer wieder mal gesehen, dass Leute so ein bisschen, also sagen so, oh, Heroes of Might and Magic 5, ich war so enttäuscht und alles, aber ich verstehe nicht, also von 4 war es eine Riesenverbesserung, ja, aber dass sie 3 nicht nochmal machen wollten, das ist mir natürlich klar, weil das fand ich immer so toll, dass du bei Heroes of Might and Magic eigentlich im Grunde genommen mit jeder neuen Version eigentlich im Grunde genommen ein komplett anderes Spiel hattest. Ich meine, der Unterschied zwischen 2 und 3 und 3 und 4 und 4 und 5 ist enorm und jetzt haben wir ja Teil 6 und der ist auch wieder komplett was anderes. Ja. Baue ich schon einen Marktplatz? Ich baue mal einen Marktplatz. So, dann greifen wir mal die Gargoyles an. Ich hasse Gargoyles in diesem Spiel. Sind richtig mies. So. Und falls ihr weiterhin warte, jetzt muss ich mal kurz aufpassen. Jetzt habe ich, glaube ich, Mist gemacht. Na gut. Ja, der Zug war jetzt eventuell ein bisschen doof. Ich versuche meine Kreaturen-Stacks immer nah beieinander zu halten. Wenn ich jetzt gegen Gegner kämpfe, die keine Magie wirken können. Weil wenn ein Feuerball kommt, würde ich jetzt viele meiner Kreaturen verlieren. Ja, und ansonsten typisches Might and Magic halt, du kannst die Kreaturen verbessern, sammelst Ressourcen und so weiter und so fort. Standard Stuff sozusagen. Ich finde zum Beispiel gut, wie detailliert in diesem Spiel die einzelnen Eigenschaften der Kreaturen beschrieben werden. Das finde ich sehr schön. Im Rekrutierungsscreen wird dir gleich angezeigt, was kann das, was macht das, welche Eigenschaften hat es. Und das finde ich angenehmer, als einfach zu sagen, diese Einheit ausbilden, ja, nein. So, nach dem Motto, auf der einen Hand gibt es dir für deine Helden mangelhafte Informationen und auf der anderen Seite gibt es dir für deine Kreaturen sehr gute und umfangreiche Informationen.
Apropos umfangreiche Informationen. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, welches Artefakt mein Held jetzt gekriegt hat. So. Da leben keine Gargoyles mehr. 4 Skelette verloren. Na gut. Dann gucken wir mal, was habe ich denn eigentlich für Schönes gekriegt. Ring des Blitzschutzes gewährt 50% Schutz vor allen auf Blitzen beruhenden Zaubern. Naja. Ich habe beim Gegner auf zufällig gemacht, deswegen weiß ich nicht genau, welche Fraktion er sein wird. So, jetzt greifen wir noch die Feen an. Und so bewegt sich das immer alles voran. Wobei ich sagen muss, dass Heroes of Might and Magic 4 wesentlich schneller vorangeht als Heroes of Might and Magic 3. Also es ist regelrecht hektisch im Vergleich zu 3. Wenn man jetzt mal sich ansieht, wie schnell sich deine Basis entwickelt und alles. So, das war's mit meinen Skeletten, aber das sind ja auch nur Skelette. Ich würde jetzt keinen Mana auf das Tote erwecken verschwenden. Und weg mit euch! Ich gebe eh meistens kein Geld für Skelette aus. Sehr schön, Geister erwecken. Jetzt habe ich einen Stack Geister. Beziehungsweise genau einen Geist. Geister haben natürlich den Vorteil, dass du sie nicht immer triffst. Weil Geister geht ja durch und so weiter und so fort. Okay. So, das ist die einzige Sache, die mich doch noch ein bisschen nervt, ist, dass es so lange dauert, ehe der Gegner mit seinem Zug fertig ist. Wenn Heroes of Might and Magic 3 gespielt hast, da hast du geklickt und dann war schon die nächste Runde und währenddessen hat der Gegner gezogen. So. Ja. Gib mir die Zombies. Perfekt, mehr Zombies. Ja, und ich fand auch immer die Fraktionen Might and Magic immer... Ja... Es sind natürlich immer wieder Standard-Fantasy-Kreaturen drin, aber die Art und Weise, wie sie angeordnet sind, fand ich immer sehr angenehm. In dieser Version sind ja die Elfen und Zwerge getrennt, weil in Heroes of Might and Magic 3 hattest du die Zuflucht und da... Oder wie auch immer das Ding hieß. Und da war es dir möglich, Zwerge, Einhörner und Elfen auszubilden und das alles zusammen. Also es war sozusagen... Ja, so das... Das war das Tolkien... die Tolkien-Fraktion sozusagen. So. Jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Aspekt. Für alle, die Heroes of Might and Magic nicht kennen. Jedes Gebäude kann man sozusagen zweimal bauen. Erstes Mal... damit man die Basiseinheit erhalten kann und dann baut man sie ein zweites Mal, dann baut man sie aus und dann kann man sich verbesserte Versionen von den Viechern ranholen. Und bei Tribes of the East, der Erweiterung, die wir gerade spielen, ist es so, dass du statt einer Erweiterung zwei Erweiterungen für deine Einheiten hast. Und ja, die sind in diesem Fall für den Zombie beide extrem gut. Wir haben hier einmal den Pest-Zombie. Ist natürlich untot. Er ist erzürnt und er hat einen schwächenden Angriff. Das heißt, der Gegner wird schwächer, wenn er von einem Pest-Zombie angegriffen wird. Und er hier, der Moder-Zombie, hat Aura des Vermoderns. Diese Kreatur verbindet bei allen ihren Nachbarn Angriff und Verteidigung.
um jeweils 2 sowie Moral um 1. Und zwar unabhängig von ihrer Zugehörigkeit. Untote Kreaturen sind gegen diesen Effekt immun. Das heißt, solange du eine komplett untote Armee hast und diese Moder-Zombies rumlaufen, ja, sind es, ist es ein recht gutes Mittel, um deine Gegner unten zu halten. Und da ich erst keine Skelette benutze, kann ich für eine gewisse Weile 2 Stacks Zombies haben. Einmal Moder-Zombies und einmal Pest-Zombies. Und wenn ich dann noch bedenke, dass ich die Kreatur des höchsten Levels hier nicht benutze, welches dieser dämliche Skelettdrache ist, der sein Geld ernsthaft nicht wert ist, ist wie der Manticore bei Dungeon in Heroes of Might and Magic 3. Und dadurch habe ich dann noch die Möglichkeit, einen zweiten Geist zu haben. Also das, was ich hier habe, sind Gespenster, keine Geister. Und der Geist ist im Grunde genommen ein Sensenmann, ja. Und davon gibt es dann 2 Ausführungen, einen hellblau, einen pink. Ja, ein pink. Und die haben halt verschiedene sehr gute Fähigkeiten. Und ja, wenn man keine der beiden Fähigkeiten missen will, also bei den Untoten hat man die Möglichkeit, einfach mal was wegzulassen. Denn, ja, die Skelette werden zwar später deine Bogenschützen, aber du hast doch noch extrem gute Fernkämpfer durch die Liche. Und, ja, die Liche haben sogar Area of Effect Angriffe, also war sowieso schon immer ein Fan von den Lichen. Was mir natürlich, was ich natürlich schade finde, dass sie in Heroes of Might and Magic 5 nicht mehr haben, sind die schwarzen Ritter, welche, ja, im Grunde genommen untote Ritter waren. So. Ihr seht, sie treffen meine Geister nicht häufig. Ah, scheiße, jetzt sind sie weg. Jetzt sind nur noch meine Zombies da, um die Drecksarbeit zu machen. Ja, das ist halt das Tolle mit den Zombies, die halten so unglaublich viel aus. Und dabei sind sie so billig. So. Später bei den richtig großen Schlachten, dann wird's richtig intensiv, wenn du dann so 2 riesige Armeen gegeneinander hast. Natürlich sieht es niemals aus wie so eine richtig riesige Armee, da, ja, 42 Zombies halt immer noch als ein Zombie dargestellt werden. Und das ist mit 350 Zombies auch nicht anders. Wenn du 350 Zombies hast, dann stehen die halt auch nur als ein einziger Zombie da, aber, ja. So. Na, reicht's aus? Wunderbar. So, und hinter dem Gegner, den ich hier gerade angreife, steht zwar kein Ressourcengebäude, aber dahinter stehen 3 wunderbare Schatzkisten. Und in Schatzkisten findest du 2 Dinge. Gold oder Erfahrung. Und du kannst ja auswählen, ob du Gold kriegst oder Erfahrung. So. Was ist das denn? Heulen der Todesfee befähigt den Helden, das Heulen der Todesfee über den Schlachtfeld zu geben. Initiative sinkt. Zeichen des Nekromanten verleiht dem Nekromanten die Fähigkeit, sich bis zum Ende des Kampfes mit dem Kreatur auf dem Schlachtfeld zu verbinden. Kreaturschacht. Ich nehme doch lieber Heulen der Todesfee. So, was haben wir hier? 500 Erfahrung, her damit. Noch haben wir keine Goldprobleme. So, geübte Verteidigung. So.
Soll ich weiter ins Dunkel vorstoßen? Oder warte, wir gehen erstmal hier unten lang. Gargoyle-Gewölbe. So, jetzt können wir wieder warten. Wie weit sind wir denn schon fortgeschritten in der Woche? Ach ja, übrigens, jede Runde ist ein Tag und 7 Tage sind eine Woche und jede neue Woche hat einen neuen Effekt auf das Spiel. Zum Beispiel gibt es die Woche des Erzdämons. Dann werden mehr Erzdämonen in deinen Gebäuden erschaffen und deine und es erscheinen ein paar Erzdämonen auf dem Spielfeld. Was natürlich, je nachdem, wo sie positioniert sind, durchaus kontraproduktiv sein kann. Okay, herausfordernd. Mal sehen, ob es meine Zombies schaffen. Wenn nicht, brauche ich eventuell einen neuen Helden. Also als erstmal das Heulen der Todesfee. Weg mit eurer Moral. So, jetzt werden die erstmal Speere werfen. Der Vorteil ist, die haben keinen Munitionskern, das heißt, ihre Munition ist nur begrenzt. Kein Glück. Sind aber ganz schön große Zwerge. Fällt mir mal nur so auf. So. Verdammt, das mit dem Moralsinken hat noch nicht ganz so was gebracht. Na schade, kein Glück. Und weg ist er. So viel zu herausfordern, ne? Wenn du ein paar Zombies hast, dann ist nichts herausfordernd. Na gut, nehme ich die Skelettbogenschützen. So, was haben wir denn da? Standhalten. Die Truppen unter der Herrschaft des Helden bekommen einen Verteidigungsbonus von 30%, wenn sie den Befehl Verteidigen ausführen. Aha. Magieschutz verringert den Schaden, den die Kreaturen durch magische Angriffe erleiden. Ja, nehmen wir Magieschutz. Gucken wir mal, was die Windmühle zu bieten hat. Hat nichts zu bieten. Was steht hier? Noch eine Erzgrube. Ich könnte eventuell auch dann demnächst mal wieder in die Nekropolis zurückkehren, um ein paar neue Kreaturen auszubilden. Und ich könnte mal eine Stadtmauer bauen. Baue ich mal eine Stadtmauer. Genau. Her mit dem Scheiß. Jetzt kann ich auch schon Turmruinen bauen und damit kann ich mir Gespenster ausbilden. Wunderbar. Dann zeigen wir, was die Mühle Feines hat. Ja. Ich werde es jetzt mal nicht ausreizen und werde einfach mal in die... Verdammt. Ja, ich sollte den Bogen nicht überspannen. Vielleicht noch die Skelette angreifen und dann ab in die Nekropolis zurück. Erstmal Einheiten aufstocken, wenn die Woche vorbei ist. Ich bin generell ein sehr defensiver Spieler. Ich habe meistens nur einen Helden. Damit ich mich auch voll auf den konzentrieren kann. Und dann... Na gut, eigentlich habe ich meistens zwei Helden. Einen, der in der Basis hockt und einer, der draußen die Welt erforscht. Und dann wechsle ich halt einfach mal ab, damit beide Helden so abwechselnd immer aufgelevelt werden. So.
Aber was ich eine tolle Mechanik finde, ist, dass irgendwann, wenn deine, wenn deine Armeen wirklich richtig groß sind, du nicht mehr gegen jeden Gegner kämpfen musst. Dass Gegner anfangen, vor dir wegzulaufen. Oder manche wollen dir, sich dir sogar anschließen, weil sie... Ja, wenn du zum Beispiel genügend Führungskraft hast. So. Skelettschlägerei. So, Zombie-Zombies. Und dann wäre das Business auch erledigt. So. Was bauen wir denn da noch? Bauen wir mal eine Schmiede erstmal. Dann können wir nämlich in die Schmiede gehen und uns ein Erste-Hilfe-Zelt kaufen und eine, ja, Ballista und alles sowas. Weil ein Katapult hat man immer mit dabei, damit man gegnerische Städte belagern kann, aber alles andere, was man extra sich kaufen sollte, braucht man extra. Aber diese Sachen können zum Beispiel auch angegriffen werden. Wenn du hinten eine Ballista stehen hast, dann kann ein Gegner die Ballista angreifen und wenn die Ballista kaputt ist, brauchst du halt eine neue. Ja, upgrade ich die erstmal. Die mache ich Pest-Zombies. Und das, den nächsten Stack, den ich mir kaufe, das sind Moda-Zombies. So. Und was baue ich denn? Natürlich, Vampir-Villa. Damit habe ich jetzt eigentlich ein Kreaturenlevel übersprungen, das ist aber kein großes Problem. So, mal sehen, wie die Gegnerschwierigkeit jetzt steht auf mäßig. Ich möchte gerne die Quecksilbergrube. Oder wie das immer, wie auch immer das heißt, ich glaube Alchemist oder so. So, dann haben wir noch einen größeren Kampf und dann können wir das eigentlich auch da beenden, weil im Grunde genommen jeder, der Heroes of Might and Magic kennt, wird mit dem Spiel schnell vertraut sein. So. Jetzt bin ich voll ausgerüstet und die Aufstellung ist gut. Verdammt sind die schnell. So, der hier hat jetzt eine Spezialfähigkeit, der kann sich teleportieren. Also es heißt fliegen, aber er kann sich teleportieren. Was im Grunde genommen bedeutet, wenn jetzt irgendwo im Gelände was rumliegt, wie zum Beispiel diese Steine, müsste er eigentlich drumherum gehen. Aber er muss das nicht machen, weil er fliegen kann. Oh. Verzeihung. Das war ja erst die nächste... Die nächste Verbesserung konnte das erst. Die können sich dann teleportieren. Er hat nur keine Gegenwehr. Was auch genial ist. Weil keine Gegenwehr zu haben, ist immer toll. Das ist auch eine sehr tolle Fähigkeit, dass die immer wieder zurücklaufen. Dadurch geraten sie nicht in die für längere Zeit in die Reichweite von Fernkämpfern. Nachteil ist aber, wenn du Fernkämpfer angreifst, kannst du sie nicht auf der Stelle halten. Weil das ist ein großer Vorteil, wenn die Fernkämpfer im Nahkampf hältst, können sie keine Fernkampfangriffe ausführen. Sondern müssen mit der Nahkampfwaffe angreifen oder müssen woanders hin. Wunderschön, Gegenwehr habt ihr auch nicht. Ich hab vergessen, Heulen der Todesweh zu machen. Wenn es doch 0 Mana kostet, warum macht das... Na gut, ja, wenn du menschliche Einheiten dabei hast, dann
Aber warum solltest du menschliche Einheiten dabei haben? Ich war noch nie großen Fan davon, Einheiten aus anderen Fraktionen aufzunehmen, denn A, hatten sie immer schlechte Moral, weil, naja, sie mussten mit einer anderen Gruppe sozusagen zusammenarbeiten. Und wenn die eins nicht mögen, dann ist es mit einem anderen Volk zusammenzuarbeiten. Und außerdem, ja, meistens sind die Einheiten einer gewissen Fraktion so designt, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Also eigentlich sollte das immer funktionieren. So, und die Balliste. Es gibt dann noch so eine tolle Fähigkeit, die heißt Ballistenmeister. Da kannst du dann genau steuern, wo deine Balliste hinschießt. Die hat dann brennende Pfeile oder kann mehrmals hintereinander schießen und alles sowas. Sehr cooles Zeug. Gut, momentan kann ich die Skelette noch gebrauchen. So. Wir forschen erstmal noch ein bisschen weiter. Und dann würde ich jetzt eh schon mal Schluss machen, weil es ist ja... Sonst dauert das hier wieder zu lange. Da haben wir einen Skelettdrachen, dann geht's da nicht weiter. Dann gucke ich noch, was ich mal schnell eben bauen kann. So, verbessern wir die Vampirwälder, weil dann haben wir hier den Vampirfürsten, der kann sich teleportieren, genauso wie der Vampirprinz. Ja, ich mag es bei Tribes of the East, dass man immer die Auswahl hat zwischen mehreren Verbesserungsmöglichkeiten. Andererseits gibt es häufiger Verbesserungsmöglichkeiten, die einfach ihren Preis nicht wert sind. Gut, das gab es schon immer, dass eben Heroes of Might and Magic, dass manchmal die Verbesserung einfach so schlecht ist, dass du sie nicht brauchst. Aber manchmal ist es halt einfach so, dass die zweite Verbesserung wesentlich schlechter ist als die erste Verbesserung. Und ja, dann fragt man sich natürlich, warum hat man die zweite Verbesserung dann gemacht? Aber im Endeffekt finde ich es ein tolles System, dass man die Auswahl hat. Ich mag es immer, wenn man Auswahl hat. Und ja, so kann man halt seine Armee noch wesentlich besser seinem eigenen Spielstil anpassen. Und da die beiden Verbesserungen ja immer gleich viel kosten, ja, hat man auch kein großes Kostenrisiko insofern. Und man kann ja stets, jetzt kann man es hier gerade nicht sehen, aber wenn man Einheiten ausgebildet hat, kann man die stets für einen kleinen Obolus einfach wechseln. Also insofern, ich finde, es ist ein tolles System, es wurde von vielen Leuten kritisiert, ich verstehe nicht warum, es gibt einem nur Optionen. Ja, aber das ist Heroes of Might and Magic 5, es ist definitiv... ja, für mich eins der besten Might and Magic Spiele. Für mich wäre es der Platz 2. Ja, mehr braucht man darüber nicht wissen. Ich denke, es gibt es auch auf Steam. Ich habe es mir damals gekauft, als es rausgekommen ist. Ja, definitiv. Und die Verbesserung must have. Das Basisspiel ist definitiv schon gut, aber die Erweiterungen sind wichtig. Also... Hammers of Fate bringt die Zwerge hinzu und Tribes of the East bringt die Bastionen hinzu, also die Orks und Zyklopen und alles sowas. Und da ich die damals in Heroes of Might and Magic 3 schon gerne gespielt habe, ja, war das für mich natürlich notwendig, dass ich dann auch die Erweiterung Tribes of the East hole. Und natürlich, weil du dann für alles die zweite Verbesserung hast. Ja. Es ist nicht nur ein Spiel für Multiplayer, es ist auch Hot Seat. Macht immer wieder Spaß mit diesem Spiel. Da ist halt ein rundenbasierendes Spiel, es geht das wunderbar. Also für Heroes of Might and Magic Fans werden dieses Spiel schon haben. Also da werde ich mich mal keine Illusionen hingeben. Aber ansonsten generell rundenbasierte Strategie, wenn das euer Ding ist, dann ja. Heroes of Might and Magic 5 definitiv eine gute Option und eine tolle Möglichkeit, die Zeit zu überbrücken, bis Heroes of Might and Magic 7 rauskommt. Weil, seien wir ehrlich, Heroes of Might and Magic 6 war nicht so toll. Naja. Gut. Dann wär's das. Dann
danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag.